Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen bei Kochen mit uns. So sieht's aus. Wir machen heute Würstchen im Schlafrock. Fragezeichen? Ihr abonniert und ich erkläre es euch. So, pass auf, wir nehmen jetzt einfach hier mal dieses, kennen wir ja schon, dann machen wir hier und das liegt. So, wir nehmen hier einen wunderbaren Skalpell, machen hier erstmal eine Wiener auf, hier so, so, zickzack. Und die nehmen wir jetzt einfach mal und legen die mal so hin. So, und so wie wir sie jetzt hingelegt haben, schnippeln wir die auch. Einmal so, 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 ihr wisst schon wie, gell? Ich zeige euch das. Ich mache jetzt diesen und das funktioniert. Seht ihr? Das funktioniert. Und alles geschnitten. Hier, schöne Viereckchen, Dreieckchen. Ja, wisst schon. Kommt mal näher ran. So, ihr seht das alles schön jetzt nochmal. Alles schon geschnitten, indem ich einfach nur... Geht schon. So, wir nehmen aber das Wienerchen wieder runter, zack, und holen uns jetzt hier ein bisschen Ketchup. Ketchup. So, machen das hier ein bisschen drauf als Untergrund. Ich nehme nur noch Packen, die leer sind. Toll. Also nehmen wir eine neue Flasche, die ist sogar schon offen. Super. Schüttel mal ganz kurz. So, jetzt hauen wir das hier drauf. Nur ein bisschen. Verteilen das grob. Ja, habt ihr hier ein Messer. So, verteilen wir das ein bisschen, dass es schön aussieht. Reicht nicht. Am besten nicht drüber hauen. Wirst du erstmal weg. Jetzt nehmen wir uns da hinten diesen, den da, den Käse. Komm mal her, komm. Dankeschön. Und verteilen den jetzt an den unteren Rand. So sieht's aus. Da einen hin, da brauche ich aber wieder den Käse. Dankeschön. Und tada, da liegen sie alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt sehen wir uns hier die Würstchen nämlich und rollen die hier so ein. Und das sieht ja schon echt super aus, oder? Halt, Würstchen. Kann man es eigentlich überall fast schon hinlegen. Nur die gucken halt links wie rechts immer ein Stück drüber. So, da verteilt sich der Ketchup ja auch noch ein bisschen. So. Ja, das sieht ein bisschen aus wie vom Elefanten draufgelatscht. So. So sehen sie doch schon top aus, ne? Jetzt kriegt er aber noch sein Abendkleidchen. Jetzt nehmen wir uns einfach so ein Teil und fangen hier oben an und rollen den einfach so ein bisschen schräg hier rein. So, legen den hier drüber und wickeln den jetzt genauso. Zack. Lass los. So und so. Schickes Abendkleid, ne? Das tun wir gleich auf dem Blech drauf. So, hier gibt es eine Planänderung. Ich habe den einmal wieder zurückgeholt. Meine Frau möchte gerne Kochschinken. Da kriegt sie auch Kochschinken. So, dann wickeln wir den jetzt hier in Kochschinken ein. Hält aber nicht so, wie es halten soll. Das geht auf. Nehmen wir noch einen zweiten Kochschinken, legen den jetzt so drüber und wickeln den jetzt so ein. Dann nehmen wir uns den kleinen Zahnstocher, machen wir eine Geflügelmutter drüber. Das backen wir jetzt bei 200 Grad, halbe Stunde oder 20 Minuten in den Ofen. Und wir schauen einfach mal. So, wie gesagt, 30 Minuten. Ober-Unterhitze, 200 Grad, läuft. So braun sieht es nicht aus, würde ich mal meinen. Jetzt gucken wir mal. Das andere sieht gut aus.
200 Grad. Ich hole es trotzdem raus, weil halbe Stunde, da hätte ich mehr Grad genommen. Ja, ich lasse es einfach noch ein bisschen laufen. Aber wir sehen es jetzt einfach mal oben. Tja, mehr Fett rausgelaufen als alles andere. Wir essen jetzt einfach fertig. Ist zwar nicht so dunkel, wie es sein sollte, aber es sieht verdammt lecker aus. Jetzt holen wir uns erstmal eine Zeng und lagern die einfach mal um. Ihr könnt sie euch noch brauner machen, aber dadurch, dass wir Hunger haben, bleibt das jetzt so. 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 Und so. Und ich würde sagen, lasst es euch schmecken. Probiert es aus. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Und wir sagen Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.